Sebastian Unterweg mit dem weißen Helm, die Startnummer 9, Mate Cruz. Und mit dem gelben Helm, die Startnummer 12, Richard Geier. Und es laufen bereits die 2 Minuten, 2 Minutes remaining for the Riders in Heat Number 3. Ja, also, Sebastian Unterweg, den hast du hier schon als Favoriten aus der Kuhan. Wir sind gespannt, ob er seiner Favoritenrolle auch gerecht wird. Jetzt gilt's, also es geht ab hier im dritten Lauf und wir sind gespannt auf den ersten Auftritt von Sebastian Unterweg. Der Mann mit dem blauen Helm, die Startnummer 11. Ja, du hast das richtig erkannt wieder, ich habe ein bisschen Ahnung. Also Grand Prix-Fahrer mit internationaler Weltklasse Erfahrung, der hat natürlich in meinen Augen einen leichten Vorteil gegenüber seinen Kontrahenten hier in dem Lauf. Aber das hat eigentlich im Grunde genommen nicht so viel zu sagen. Man weiß ja nicht, hat Sebastian irgendwann dieses Jahr sich verletzt? Ist er gehandicapt oder läuft sein Motorrad nicht so perfekt? Weil diese Bahn hier im Pitstock erfordert die absolute Motorhöchstleistung, was ein Schwimmelmotorrad hergeben kann. Weil das ist hier eine richtige Rennbahn, eine sogenannte Racetrack. Und ich denke mal, da wird es sehr, sehr schwer, gegen so einen Weltklasse-Mann wie Sebastian Unterweg gegen anzukommen. Ja, aber Martin Kruz, wenn wir uns erinnern, der hat hier natürlich schon mal gezeigt, wo Dingsbums sind, Dingsbums holen. Also, wir sind gespannt und das wird ein leichter Fight.